Vor wenigen Tagen wurde ein Concept Art der Elden Ring Map geleakt. Ich zeige es hier jetzt mit Absicht noch nicht, denn genau jetzt ist der letzte Moment für euch, um Spoiler zu entgehen. Denn das Concept Art sieht dem, was wir schon gesehen haben, ziemlich ähnlich. Diese Map stammt aus 2017 bis 2018 und wurde von Mordecai auf Twitter gepostet. Er kannte die Map persönlich schon vor einem Jahr und damit bestätigt sich wohl, dass dies eine echte Concept Art Map ist. Mordecai hatte sich jetzt erst entschieden, es zu posten, eben nachdem man es mit der Karte vergleichen konnte, die wir schon gesehen haben. Und so konnte man halt auch sehen, dass die Concept Art echt ist. Bevor wir aber mit der Analyse loslegen, lasst doch gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefällt und ihr nie mehr was zu Elden Ring verpassen wollt. Beginnen wir erstmal damit, die Gebiete zu vergleichen, die wir schon gesehen haben. Hier seht ihr gerade das gesamte Gebiet, welches uns im Gameplay-Reveal gezeigt wurde. Klein ist es nicht, aber da kommt auf jeden Fall noch eine Menge auf uns zu. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Gebiet, welches wir im Claws Network Test sehen, und zwar Limgrave, also der Ort um Stormveil Castle und Godrick the Golden. Und man kann definitiv Ähnlichkeiten erkennen. Ich meine, das Schloss befindet sich auch an dieser Engstelle und wir haben einen kleinen See an circa demselben Ort. Weiter unten ist wohl der Tutorial-Bereich, auch wenn das nur pure Spekulation ist. Der Teil ist aber eigentlich ein wenig zu groß, um nur ein Tutorial-Bereich zu sein, aber definitiv zu klein, um eines der ganzen sechs Gebiete zu sein. Auch wenn es viele Ähnlichkeiten gibt, sieht man auf dem zweiten Blick einige Unterschiede. Die jetzt aufzuzählen wäre ein wenig mühselig, aber ich denke mal, ihr seht selbst, was ich meine. Deswegen will ich hier noch einmal kurz erwähnen, das Concept Art ist wahrscheinlich von 2018 oder früher und damit ganze 4 Jahre vor Release des Spiels gemacht worden. Es diente den Entwicklern nur, um eine grobe Einteilung der Gebiete zu machen. Wie dann Einzelheiten aussehen werden und ob an einer Stelle die Landfläche anders aussieht als vorher, ist hier gar nicht von Relevanz. Ich bin mir aber recht sicher, dass so in der Art die Map am Ende aussehen wird, weil man schon einige kleine Indizien dazu findet, aber auf die komme ich dann alle im Laufe des Videos zu sprechen. Bevor ich hier anfange, Gebiete noch weiter zuzuordnen, schaut euch das mal an. Ich habe hier grob eine Unterteilung der wohl sechs möglichen Gebiete gemacht und ich glaube, von der Größe und dem Setting und Thema der Gegenden sollte es so ungefähr passen. Eines der Gebiete fällt hier besonders auf und zwar das mit der ganzen Menge Wasser. Obwohl dies eigentlich gar kein Wasser ist, sondern wahrscheinlich etwas wie ein Sumpf mit einer Menge Bäume und Nebel. Schließlich sieht man von diesem Bild hier aus kein bisschen Wasser. Das gesamte Gebiet wird möglicherweise Cardia sein. Warum und woher ich das weiß, dazu gibt es ein extra Video oben rechts in der Infobox. Also, Cardia und Raya Lucaria Academy befinden sich hier. Jetzt zu dem Berg da oben. Aber ist das wirklich ein Berg? Schauen wir uns dazu dieses Bild nochmal genauer an. Oben rechts erkennt man etwas, das möglicherweise genau so einen Berg darstellt. Ich denke mal, die meisten von euch wissen es schon, aber man kann von hier aus den Vulkan sehen. Und bevor jetzt jemand sagt, das ist zu nah dran, naja, ich denke mal, der Vulkan wird nicht allzu klein sein und Berge kann man auch aus so einer großen Entfernung erkennen. Also leider kein Argument dagegen. Es spricht noch eine Sache dafür. Zieht man von hier aus eine gerade Linie entlang der Klippen und dem Wasser oder Sumpf, wie ihr wollt, dann kommt man ziemlich an der linken Seite des Vulkans aus. Und jetzt wiederholen wir das noch einmal für das Concept Art und tada, wir sind an der linken Hälfte des Vulkans. Das bestätigt für mich, dass wir wohl eine sehr ähnliche Gebietsaufteilung in Elden Ring haben werden, wie auch auf diesem Concept Art. Jetzt aber zum nächsten Gebiet. Schauen wir uns dazu einmal dieses Bild an. Es ist auch ein offizielles Concept Art von From Software und gleich zwei miteinander zu vergleichen, ist, denke ich mal, keine so schlechte Idee. Auf der Map steht der Baum auf einer Art Klippe und auch hier kann man etwas erkennen, das möglicherweise genau diese Klippe ist. Dies ist aber viel zu schwierig zu erkennen und zuzuordnen, also beweisen tut das erstmal noch gar nichts. Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, aber der Erdenbaum sieht ziemlich nah dran aus. Schon fast so, als würde sich der Baum kurz hinter Stormveil Castle befinden.
Auf der Map sehen wir aber, dass noch ein Meer oder auch Ozean dazwischen liegt. Ist jetzt also die Map falsch oder sieht es unter dem Winkel und der schieren Größe des Erdenbaums einfach so aus, als wäre er direkt nebenan? Ich versuche im Folgenden das einfach mal runterzurechnen. Bevor ich jedoch anfange, ich vereinfache die Rechnung hier. Eine genauere Betrachtung wäre in diesem Fall viel zu aufwendig. Jedoch sollte es uns trotzdem ungefähr eine Orientierung geben, wie groß der Erdenbaum sein müsste, um so nah dran auf diesem Screenshot zu erscheinen. Ich nutze genau diesen Screenshot, da man hier besser erkennen kann, wo sich der Spieler ungefähr befindet. Und wir befinden uns gerade genau hier. Wieso? Dieses Gebäude erkennen bestimmt einige von euch wieder, denn wir haben es im Closed Network Test schon gesehen und auf der Map ist es hier. Im Screenshot stehen wir auf einer Klippe und haben einen recht geraden Blick auf gleichzeitig Stormvale Castle und dieses Gebäude. Jetzt einmal verbinden und tada! Es passt nicht ganz und der Strich geht links an der Kirche vorbei. Aber wenn wir uns den Screenshot genauer anschauen, dann sehen wir das, dass das eigentlich perfekt passt. Ab jetzt gehen wir rüber zum Concept Art. Über ein Tool von GIMP habe ich einmal die Entfernung zwischen der Klippe, auf der wir stehen, und Stormvale Castle gemessen. Es sind 165,5 Pixel und zwischen der Klippe und dem Erdenbaum sind es 420,6 Pixel. Die Entfernung zwischen Erdenbaum und Klippe ist also 2,541 mal größer als die Entfernung zwischen Stormvale und der Klippe. Also, das ist schon mal ein Anfang. Was brauchen wir jetzt noch? Eigentlich nicht mehr viel. Nehmen wir mal an, dass unser Sichtwinkel so aussieht. Das tut er natürlich eigentlich nicht, aber wie gesagt, dies ist nur eine vereinfachte Betrachtung. Dazwischen gibt es den Winkel Alpha. Die Grundlage ist also gelegt, wir brauchen nur noch die Höhe von Stormvale Castle. Ich habe mir mal aus dem Screenshot Stormvale Castle ausgeschnitten. Die Höhe der Burg nenne ich hier SV und den Abstand kennen wir ja auch schon und zwar sind das die vorherigen 165,5 Pixel. Bei einem Abstand von 420,6 Pixel befindet sich dann der Erdenbaum mit der Höhe ET. Wichtig ist jetzt hier zu verstehen, dass ET die Höhe des Erdenbaums ist, wenn man von der Position des Spielers in der Entfernung einen Baum sehen würde, von der Bildgröße des Stormvale Castle. Der Baum würde also so groß wie Stormvale Castle auf dem Screenshot erscheinen. Kommen wir jetzt nochmal kurz zurück zum Screenshot. Ich habe Stormvale Castle ausgeschnitten und über den Erdenbaum gelegt. Dabei kommt heraus, dass der Erdenbaum neunmal so groß ist wie Stormvale Castle. Aber wie groß ist die Burg selbst? Anhand von diesem Bild und durchschnittlichen Burghöhen im Mittelalter bin ich jetzt auf eine Höhe von 20 bis 25 Metern gekommen. Kann aber natürlich auch ein wenig mehr oder weniger sein. Also 25 Meter hoch für Stormvale Castle. Oben seht ihr jetzt eine kleine Rechnung, welche ich jetzt aber nicht weiter erklären möchte. Wer Bock drauf hat, kann sich das ja gerne erschließen, aber es ist im Prinzip einfach ganz normales Mathe. Man kommt darauf, dass der Baum genau diese vorherigen 2,541 mal größer sein muss als Stormvale Castle, um auf dem Bild dieselbe Höhe zu haben. Nun haben wir aber 9 mal Stormvale Castle und so bekommen wir als Ergebnis für die Gesamthöhe des Erdenbaums auf ganze 571,752 Meter. Im Vergleich, der größte Baum der Erde ist 84 Meter hoch und damit wäre der Erdenbaum ganze 6,8 mal so groß wie dieser. Wenn die Baumdicke gleich ansteigt, ist der Erdenbaum 210,8 Meter dick. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob es für euch realistisch klingt, dass der Erdenbaum so groß ist. Im Vergleich, er wäre so hoch wie der Berg Mount Hector in Neuseeland. So, wir haben uns jetzt lange genug mit der Berechnung der Höhe des Erdenbaums aufgehalten. Schauen wir uns weitere Plätze an, die wir auf der Karte erkennen können. Rechts neben Limgrave befindet sich ein Gebiet, welches eine deutlich andere Farbe hat als auf der echten Map. An dem orangenen Farbton erkennt man, dass sich wohl dort der Herbstwald mit den ganzen Windmühlen befinden wird. Und nach dem Concept Art würde ich einfach mal schätzen, dass dieser Teil den Legacy Dungeon darstellen soll. Aber das ist auch jetzt einfach nur geraten.
Über dem Erdenbaum fängt, denke ich mal, das Eisgebiet in Elden Ring an. An dieser Stelle ist eine Brücke zu erkennen. Dies ist die einzige Brücke, die ich im Norden gefunden habe, und dementsprechend kann es wohl gut diesen Screenshot darstellen, den wir durch einen Tweet bekommen haben. Oberhalb ist eine Schlucht zu sehen, in welche wir uns wohl früher oder später auch hineinbegeben müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass man dort dieses Käfergebiet entdeckt und bestimmt auch noch eine Menge weiterer Höhlen. Gut, viel mehr konnte ich bisher nicht zuordnen. Wenn man alle Gebiete so zusammenfasst, haben wir Limgrave, Caria, den Herbstwald, den Vulkan, den Erdenbaum und als allerletztes eine Schneeschlucht mit Höhlen. Als letztes möchte ich euch noch eine kleine Transformation zeigen. Ich habe hier die Karte geschnitten, gestreckt und gedreht, um es möglichst so aussehen zu lassen, wie das, was wir schon von der echten Karte gesehen haben. Und wie ihr seht, ist mir das nur so semi-gut gelungen. Vieles passt einfach nicht rein. Trotzdem habe ich recht viel Vertrauen in das Concept Art und ich denke mal, Elden Ring wird grob so in die sechs Gebiete unterteilt sein. Jedenfalls, das war es heute von meiner Seite. Beim nächsten Mal geht es wieder weiter mit der Lore, also vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt. Und sonst wünsche ich euch allen wie immer einen wunderschönen guten Tag, haut rein und bis bald. Ciao.